Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch über meine Flops aus dem Jahre 2022 reden. Ja, es kommt leider immer wieder vor, dass einem ein Buch nicht gefällt, sei es jetzt wegen den Protagonisten oder wegen der Geschichte oder sei es, weil der Klappentext etwas ganz anderes anteasert. Ich werde mit euch jetzt ein paar Bücher durchgehen, die mir im Jahr nicht ganz so gut, also die ich im Jahr 2022 gelesen habe, die mir aber nicht ganz so gut gefallen haben und werde euch auch immer erklären, warum sie mir nicht gefallen haben. Ich versuche wirklich so respektvoll wie möglich dieses Video zu gestalten. Ich weiß, hinter jedem Buch steckt jede Menge Arbeit, jede Menge Herzblut, da steckt so viel Liebe der Autorinnen und Autorinnen drin und es fällt mir echt schwer, schlecht darüber zu reden. Aber es ist nun mal so, es gibt Bücher, die haben mir nicht gefallen und ich möchte euch gerne sagen, warum sie mir nicht gefallen haben. Wenn ihr euch unten im Video oder unter dem Video darüber austauschen möchtet, seid herzlich dazu aufgefordert und herzlich dazu eingeladen, das zu tun. Aber wie immer die Bitte an euch, seid dabei bitte höflich. Das erste Buch, das es auf meine Flop-Liste geschafft hat, heißt Veganes Schnitzel zum Verlieben. Und wer sich meinen Lesemonat oder an meinen Lesemonat erinnern kann, da habe ich wirklich nur mit dem Kopf schütteln können über dieses Buch. Es tut mir leid für die Autoren, aber das ist wirklich aus meiner Sicht absolute Geldverschwendung gewesen. Bei den anderen Büchern kann ich wenigstens noch ein paar positive Dinge anmerken, aber es gibt leider zwei Bücher und da gehört dieses vegane Schnitzel zum Verlieben auch dazu, die ich aus jedem Buchregal werfen würde, weil, ja, nee, das war einfach nichts. Die Geschichte war absolut unrealistisch erzählt. Die Autorin hat ständig ihre Meinung gewechselt. Im einen Moment war sie total tough und hat gesagt, ich lasse mich doch hier nicht veräppeln. Im nächsten Moment war sie wieder das naive Blödchen. Ja, also es war absolut nicht authentisch, was diese Protagonistin da im ganzen Buch über fabriziert hat. Im einen Moment sagt sie, ich bin niemand, der sich schnell verliebt. Im nächsten Moment ist sie auf einmal wirklich ein paar Seiten weiter, ist sie auf einmal in love mit dem neuen Protagonisten, der auftaucht. Im einen Moment will sie den heiraten, im nächsten Moment will sie den heiraten. Also es ist einfach eine Protagonistin gewesen, deren Handeln ich absolut nicht nachvollziehen konnte. Ich konnte auch die ganzen Handlungen im Buch nicht nachvollziehen. Ja, keine Ahnung. Das war irgendwie, es kam mir vor, als wäre die Storyline oder die ganzen Handlungsstränge wären die nicht durchdacht. Und es ist so wie eine Rohfassung von einem Buch, wo die Autorin verschiedene Ideen hatte, das alles in den Topf geworfen hat und gerührt hat und am Ende kam zwar von der Timeline eine richtige Reihenfolge, aber vom Sinn her nicht. So kam mir das Buch vor und deshalb hat es jetzt leider halt auf meine Flops geschafft. Das nächste Buch, das es auf meine Flops geschafft ist, für diejenigen, die meine Videos regelmäßig verfolgen, wahrscheinlich keine Überraschung. Ich spreche von Like Fire We Burn. Ihr wisst es, das Buch hat mir auch wegen den Protagonisten leider nicht gefallen. Ich mochte das Setting, ich mochte die ganze Stadt und ihre Bewohner an und für sich und wie sie miteinander harmonieren, aber ich bin einfach mit Arya und Wyatt nicht warm geworden, besonders mit ihr nicht, weil ich auch hier wieder ihre Handlungsweise nicht verstehen konnte. Sie war für mich nicht authentisch. Sie war wie so ein kleines Fähnchen im Wind und hat sich überall so ein bisschen die Rosinen rausgepickt. Und das ist ein Charakterzug, den kann ich einfach nicht leiden. Da reagiere ich ganz allergisch drauf. Und deshalb musste das Buch leider jetzt auch auf meine Flop-Liste. Aber ich kann Entwarnung geben. Ich habe ja Band 3 noch eine Chance gegeben. Und der wurde kein Highlight für mich. Aber ich habe ihn, glaube ich, auch mit 4,5 Sternen bewertet. Also eine sehr, sehr gute Steigerung und man hat auch richtig gemerkt, dass die Autorin sich die Kritik zu Band 2, die leider nicht nur bei mir so ausgefallen ist, auch zu Herzen genommen hat und es auch umgesetzt hat im nächsten Band. Das nächste Buch auf meiner Liste ist Fate and Fire. Das habe ich zusammen mit zwei Mädels hier aus meiner Saarland-Gang gelesen, aus meiner saarländischen Bookstagram-Gang. Und wir waren uns da irgendwie alle drei
sehr schnell einig, dass das Buch zwar vom Inhalt her okay ist. Es hatte sehr, sehr viele Twilight-Vibes, was mir einerseits sehr gut gefallen hat, weil mir Twilight damals so gut gefallen hat. Aber andererseits fand ich es auch irgendwann ein bisschen too much. Also da ist die liebe Ivy ein bisschen über den Tellerrand rausgesprungen. Auf der anderen Seite war es mir aber irgendwann auch ein bisschen too much, weil es irgendwann zu sehr an Twilight erinnert hat. Auch wenn es sich nicht wirklich um Vampire handelt, aber diese Stimmung, die in einem aufkam, diese Vibes, die waren auf jeden Fall absolut Twilight-mäßig. Was aber unser größter Kritikpunkt war und eigentlich der Hauptgrund, warum das Buch auf meiner Flop-Liste gelandet ist, war, dass wir das Gefühl hatten, dass das Buch kein anständiges Lektorat erhalten hat. Eine meiner Saarland-Mädels, die mit mir das Buch gelesen hat, ist auch meine Lektorin, also die immer meine Bücher lektoriert und korrigiert und ist eine ganz, ganz liebe Freundin von mir. Grüße gehen raus. ja, und ich glaube, sie hat an sehr, sehr vielen Stellen in den Tisch beißen müssen, weil das Lektorat einfach völlig für die Tonne war. Das tut mir auch für die Lea super, das tut mir auch für die Ivy super leid. Aber ja, das hat das ganze Buch so ein bisschen überschattet. In dem einen Moment hieß der Junge Tom, im anderen Moment hieß er To. In einem Moment hieß die Protagonistin Lea, also L-E-A. Im nächsten Moment hieß sie Lia mit einem H dazwischen. Und ich denke mir dann halt, wenn noch nicht mal die Namen der Charaktere richtig geschrieben sind im ganzen Buch, ja, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie das restliche Buch war. Und das hat mich ein bisschen genervt, weil ich ja auch so ein Rechtschreibmonk bin. Das regt mich tatsächlich auch immer schon extrem auf, wenn ich meiner Freundin was ins Lektorat gebe und sie findet Rechtschreibfehler. Da komme ich mir immer sehr schlecht vor, warum ich Monk die nicht gefunden habe. Aber ja, manch wird einfach betriebsblind beim eigenen Projekt, ist leider so. Aber ich schweife jetzt wieder zu sehr ab. Das war auf jeden Fall der Grund, warum das Buch auf meiner Flop-Liste gelandet ist. Beim nächsten Buch bricht es mir leider auch das Herz, dass es auf meiner Liste gelandet ist. Find Me in Green Valley. Ja, ich weiß, shame on me, aber es musste leider da drauf, weil es für mich absolut nicht zur Reihe gepasst hat. Wer meine Videos verfolgt, weiß, dass ich die Green Valley-Reihe liebe, dass ich die Reihe vergöttere, dass ich Lily Lucas vergöttere für ihr Talent, so schöne Settings und Städte und Landschaften und Co. und Protagonisten zu erschaffen. Aber ich konnte die Protagonistin bei Find Me in Green Valley nicht leiden. Ich mochte sie gar nicht und ich fand auch irgendwie, dass die Geschichte etwas nichtssagend war. Also sie war nicht so... Also es war nur eine Kurzgeschichte. aber ich fand sie sehr nichtssagend und hat für mich auch nicht zur anderen Reihe gepasst und war für mich auch sehr unnötig. Und deshalb landet das Buch leider hier auf meiner Liste. Das nächste Buch ist nicht wegen seiner Tabuthemen, nenne ich es jetzt mal, auf der Liste gelandet, sondern aus anderen Gründen. Ich spreche von Dear Sister aus dem Hause Vajona. Ich fand die Thematik rund um Liebe zwischen Geschwistern schon sehr spannend und habe es eigentlich auch deshalb gekauft, weil ich das Ganze mal aus deren Blickwinkel sehen wollte, sage ich es einfach mal. Aber warum ist es dann, obwohl ich das Thema spannend finde, auf meiner Liste gelandet? Das hat einen einfachen Grund, und zwar die Protagonistin. Wie hätte es anders sein können? Nein, die Protagonistin ist noch ein junges Mädchen, was auch völlig in Ordnung ist. Aber das junge Mädchen sagt ständig so Dinge wie du blöde Kuh, hihihihi und huhuhuhu und du Schuft, du kleiner Schuft, du und so richtig kindlich. Was auch völlig in Ordnung ist, wenn man sagt, es ist Young Adult. Völlig in Ordnung. Aber dann gibt es Szenen,
nicht per se zwischen den Geschwistern, aber die Szenen sind sehr sexuell, nenne ich es jetzt mal. Sehr erwachsen, sehr, ja, detailreich, nennen wir es einfach mal so. Ich muss jetzt gucken, wie ich das formuliere, ohne dass das Video zensiert werden muss. Und da denke ich mir dann halt, diese Szenen und diese Wortwahl der Autorin, die passen aber so ganz und gar nicht zu Hihihi und Huhuhu und du blöde Kuh. Und da hat sich mir dann die Frage gestellt, was wollte die Autorin mit diesem Buch vermitteln? Wollte sie ein Young Adult Buch schreiben, das sich um ein Tabuthema dreht? Oder wollte sie einen Erotikroman schreiben mit minderjährigen Protagonisten? So oder so, irgendwie hat das Ganze nicht gepasst und es war sehr unstimmig und deshalb habe ich das Buch leider nicht gemocht. Beim nächsten Buch tut es mir auch sehr leid, dass ich es nennen muss, weil ich die Autorin auch sympathisch finde und sie auch ein Teil der Bookstagram-Community ist. Aber leider hat mich ihr Debütroman ganz und gar nicht überzeugen können. Ich habe das Buch auch mit zwei Saarland-Mädels gelesen und die waren leider auch der, meiner Meinung. Und die eine davon ist sogar noch ein Carlsen-Blogger und sagte auch, ich liebe eigentlich die Bücher von Carlsen, aber das da hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen. Wir waren uns also in unserer Leserunde etwas einig und ich spreche von Schattenthron von der lieben Beryl. Es tut mir auch sehr leid, aber ich muss das Buch leider auf die Liste setzen, weil ich fand, dass die Grundthematik oder das Grundsetting, das Grundkonstrukt der Geschichte sehr spannend ist und auch so, dass ich sage, ich will unbedingt wissen, wie es in diesem Setting weitergeht. Aber Beryl ist so durch die Geschichte geprescht. Da war auf der rechten Seite, war mal beim Spazieren im Wald. Auf dem unteren Teil wird man plötzlich angegriffen. Und auf der nächsten Seite ist man dann schon wieder frei. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass ich keine Chance hatte, in meinem Kopf einen Spannungsbogen aufzubauen, der dann in einem großen Knall endet, sondern es wurden irgendwie ganz viele hochdramatische Momente in ganz, ganz knapper Zeit abgefrühstückt, nenne ich es jetzt einfach mal. Und dann kam noch erschwerend hinzu, dass das Buch aus mehreren Sichtweisen geschrieben ist, nicht nur zwischen zwei Protagonistinnen, Männlein und Weiblein zum Beispiel, sondern also die zwei Love Interests, muss jetzt kein Mann und keine Frau sein. Zwei Love Interests ist ja die Regel, dass die quasi die Geschichte aus jeweils ihrer Sicht erzählen, abwechselnd. Hier sind es aber mehrere Protagonisten. Und wenn ich schon so ein rasantes Tempo an Story an den Tag lege, wenn ich dann noch sechs Charaktere dazu werfe, die alle ihre Geschichte erzählen wollen, dann war das Ganze ein bisschen überladen und das hat bei mir dazu geführt, dass ich zu keinem der Charaktere eine Beziehung aufbauen konnte und deshalb, ja, habe ich das Buch nicht so gerne gemocht. Last but not least kommen wir zum letzten Flop auf meiner Liste, der da war Magical Lights und da tut es mir auch sehr, sehr leid, weil ich das Buch unbedingt wollen oder mögen wollte, so. Das ist ein gutes Deutsch. Ich habe es zusammen mit der Nele gelesen und auch wir beide waren uns da sehr einig, dass das Buch uns nicht so zusagt. Es war zwar ein Young Adult, Young Fantasy Roman, was uns auch im Vorfeld bewusst war, aber es war so kindlich geschrieben und so vorhersehbar, dass wir schnell gesagt haben, ich glaube, wir lesen die Reihe nicht weiter. Ich habe dann tatsächlich, das mache ich sehr, sehr ungern, aber manchmal mache ich es, das Buch nur noch überflogen, nur noch quer gelesen, damit ich weiß, was so grob passiert. Aber ich habe dann zu Nele gesagt, das und das passiert. Ich habe zu Nele gesagt, soll ich dir sagen, um was es geht, um was passiert? Dann musst du es dir nicht auch noch antun. Und dann hat sie gesagt, ja, bitte. Und dann habe ich ihr erzählt, was passiert. Und
wir haben dann beschlossen, dass wir den zweiten Band, den wir Gott sei Dank noch nicht gekauft hatten, dann wohl nicht mehr gemeinsam und auch wahrscheinlich nicht einzeln mehr lesen werden. Ihr Lieben, das waren alle meine Flops aus dem Jahr 2022. Ich hatte eigentlich noch ein, zwei andere Bücher draufstehen, aber bei denen war ich mir nicht so sicher, ob ich sie in der Luft zerreißen soll, weil ja doch noch einige Aspekte drin waren, die mir gefallen haben. Ich denke, das waren jetzt auch genug Bücher. Wie bereits am Anfang gesagt, zerreißt mich jetzt nicht in der Luft, nur weil ich ein Buch, das euch vielleicht gefallen hat, nicht mochte. Geschmäcker sind verschieden und das ist, denke ich, ein schönes Schlusswort, um das Video zu beenden. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!